Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Ja, ganz kurzes Zwischenupdate. Ja, das geht natürlich runter wie Öl, dass ich ja hier die Geduld, die ich hier bewiesen habe, sozusagen, man sieht's, dass die Rio Tinto-Aktie letztendlich weiter am Fallen ist. Und ich zeige auch gleich warum. Es ist letztendlich keep it simple. Einfachheitsprinzip. Ja, man kann jetzt hier natürlich eine Analyse machen zu der Aktie, die riesengroß ist, das Unternehmen mit Aluminium, Kupfer, Eisenerz und so weiter. Zig verschiedene Baustellen gleichzeitig, teilweise Neuerschließungen, Probleme, aber gleichzeitig auch gute News. Ja, also man kann da sehr viel Zeit verschwenden. Man kann aber auch das Ganze super, super, super simplifizieren und einfach bei der Rio Tinto-Aktie ist es jetzt in dem Fall super einfach. Also ich werde hier noch ein bisschen geduldig sein. Ich nehme mal an, dass wir in die Region von vor einem Jahr hier in die Region zwischen 52, 53 irgendwie sowas ja, da reinkommen. Da habe ich auch quasi Kauflimits sitzen und in der Hoffnung, dass es nicht hier so durchbricht nach unten. Jetzt ganz kurz der ganz einfache Indikator bezüglich der Rio Tinto-Aktie. Nein, es ist nicht Kupfer, es ist auch kein Aluminiumpreis oder sonstiges, obwohl diese Themen auch sehr stark eine Rolle spielen. Es ist letztendlich der Eisenerzpreis. Ja. Und jetzt habe ich mal ganz kurz bei investing.com den Chart aufgerufen. Man sieht, ja, es ist letztendlich Wupp, ja, und hier Rio Tinto auch, ja, Wupp. Ja. Das heißt also, der Eisenerzpreis, ja, befindet sich aktuell im freien Fall. Und dadurch eben auch die Rio Tinto-Aktie. Das heißt, das ist mehr oder weniger, das geht einher. Ne? Also wenn der Eisenerzpreis steigt, dann steigt auch Rio Tinto und umgekehrt. Ne? Nachdem der ja natürlich hier komplett überkauft war, ja, irgendwann kommt immer die Korrektur. Das ist einfach bei den Rohstoffen letztendlich immer mit starken Schwankungen und all diesen ganzen Kram. Wenn man jetzt hier mal rüber schaut, dann hatten wir hier, ja, 2021 hatten wir einen noch höheren Preis. Okay, verstehe. Na gut, egal. Also, ich bin für mich zufrieden und bis zum nächsten Mal. Ciao.